Hey, ich bin der Markus und heute stelle ich euch das Bergamore Contrail 7.0 vor. Wir haben es hier mit einem Trailbike zu tun, welches euch jeweils 130 mm Federweg liefert. Der Rahmen wurde gefertigt aus Aluminium, ist sehr gut verarbeitet. Wir haben hier die inverlegte Zugführung, die sorgt für eine aufgeräumte Optik. Von der Geometrie her hat das Bergamore hier sehr klassisch gehalten. Wir haben hier einen eher steileren Lenkwinkel. Dadurch ist das Fahrrad sehr agil und wendig. Und das Fahrrad wurde auch nicht sehr lang gehalten. Somit kommt es sehr schnell auch aufs Hinterrad. Und es ist ein eher spritziges Fahrrad vom Verhalten her. Was natürlich auch den größeren 29 Zoll Laufrädern ein bisschen entgegenwirkt, die ja eher träge sind. Ja, dann mache ich auch gleich weiter mit dem 29 Zoll Laufradsatz. Der kommt aus dem Hause BGM. Hier mit Felgen, die von Sunringle gefertigt wurden. Also wirklich ein hochwertiger Laufradsatz im Boost-Format. Das heißt hinten eine 148er Achse, vorne 110 mm breit. Das macht den Laufradsatz einfach nochmal ein bisschen verwindungssteifer, der neue Boost-Standard. Bereift wurde das Ganze mit dem Maxxis Forecaster. Reifen, die sind vor allen Dingen eins ziemlich schnell, haben einen geringen Rollwiderstand, liefern euch aber im Gelände auch genügend Grip. Die 29 Zoll Laufräder, die haben für euch den Vorteil, dass sie einfach super laufruhig sind, sehr schnell auch sind, wenn es darum geht, das Tempo zu halten. Ihr könnt ja aber auch einen 27,5 Zoll Plus Laufradsatz einbauen und das Ganze hier per Flipchip könnt ihr dann die Geometrie dementsprechend anpassen. Also somit habt ihr hier auch ein etwas verwandlungsfähigeres Fahrrad. Der Lenker, der kommt aus dem Hause Bergamore selbst, der ist recht breit gehalten, braucht ihr auch einen breiten Lenker im Gelände mit einem eher kurzen Vorbau, so wie es aktuell auch modern ist. Außerdem den dazu passenden Bergamore Sattel und wir haben eine versenkbare Sattelstütze, sodass ihr im Gelände genügend Beinfreiheit habt. Von der Farbgebung her haben wir hier vor allen Dingen einen grünen Farbton, der gepaart wurde mit rotem Dekor. Die Fox 32 Performance Federgabel, die kennt man ja vor allen Dingen aus dem Cross-Country- und Marathon-Zirkus. Jetzt wurde sie hier aufgebaut mit 130 mm Federweg und somit passt sie hier auch perfekt auf so ein Trailbike. Ihr könnt sie individuell dank dem Luftdruck auf euer Körpergewicht einstellen und natürlich auch dank dem Rebound-System. Außerdem habt ihr hier per Grip-Hebel die Möglichkeit, hier die Kompression einzustellen. Des Weiteren wurde hier der Manitou Radium EXP Dämpfer verbaut. Der liefert euch in Verbindung mit dem Hinterbau 130 mm Federweg. Auch dieser lässt sich locken und dank Luftdruck auf euer Körpergewicht einstellen und natürlich auch per Rebound-System. Wir haben hier eine SRAM NX 1x11 Gruppe. Ich glaube, dazu brauche ich gar nicht so viel erzählen. Die 1x11 Gruppen sind die Sorglos-Gruppen schlechthin. Da habt ihr genügend Bandbreite an verschiedenen Gängen und seid damit definitiv tourentauglich. Die NX Gruppe ist eine super solide Gruppe, die euch auch Spaß machen wird. Gebremst mit hydraulischen Shimano Scheibenbremsen, die euch jederzeit sicher zum Stehen bringen werden. Das Bergamore Contrail 7.0 ist bei uns für 2.299 Euro erhältlich und liefert euch eine super solide Leistung, wenn es darum geht, ein vielseitiges Bike zu haben und ist dank den 29 Zoll Laufrädern feilschnell. Wenn ihr es einmal ausprobieren wollt, macht den Verfügbarkeitscheck. Wenn es da ist, kommt an unsere Filialen und testet es aus oder bestellt es doch einfach direkt unter fahrrad-xxl.de.